Ja, guten Abend, Bergen. Ich bin wieder der Norbert. Das war derjenige, der vorigen Montag dort oben die Tür beschmiert hat. Nicht beschmiert, sondern unsere Forderungen angeklebt hat. So, danach hat mich eine Frau, und das möchte ich hier eigentlich öffentlich nochmal bekunden, eine Frau dort oben in diesem Bereich angesprochen, weil ich angeblich gegen die Bürgermeister hier auf der Insel irgendwo Hass verbreitet habe. So, Hass. Ich habe dieser Frau erzählt, was hier eigentlich los ist. Ich habe ihr erzählt, dass die Bürgermeister hier auf der Insel Angst haben. Einfach nur Angst haben, hier vorne zu stehen, wie zum Beispiel der Bürgermeister von Malchin, der das Mikrofon genommen hat und die Wahrheit gesagt hat. So, und dann habe ich mal nachgeguckt, wir haben auf der Insel 65 Gemeinden mit Gemeindevertretern, Bürgermeistern und anderen Abgeordneten. So, und diese Frau sagte mir, dass unsere Bürgermeisterin hier in Bergen eine pflichtbewusste und engagierte Frau ist. So, diese Sache möchte ich innerhalb von 3 Minuten oder 2 Minuten einfach nur widerlegen. Und zwar hat am Augenblick am 5. Oktober diesen Jahres eine Nachricht erhalten von Norbert Türk betreffs des Bürgerdialogs. Hier ist der Beweis dafür, dass diese Nachricht bei ihr angekommen ist. Und zwar hat sie die gekriegt um 9.58 Uhr und 2 Sekunden. So, es geht um den Bürgerdialog. Am Donnerstag, den 6. Oktober 2022, um 17.39 Uhr und 13 Sekunden, wurde diese Nachricht als ungelesen bei ihr gelöscht. So, und da redet mir diese Frau, die dort oben gestanden hat und mir erzählen wollte, dass ich Hass verbreite, redet mir ein, dass hier pflichtbewusst gearbeitet wird. Das kann ich so nicht nachvollziehen. So, also ich bin nach wie vor auf dem Standpunkt, dass wir, solange wie unsere Volksvertreter, die wir gewählt haben, in Anführungsstriche, sich nicht öffentlich zeigen, diese auch nicht akzeptieren können. Und ich habe weder Hass noch Hetze noch irgendwas anderes verbreitet. Diese Frau sollte sich dann mal langsam im Duden oder irgendwo anders im Netz erkundigen, was Hass, Hetze und vielleicht Wut aussagt. So, das andere Problem, das hat der Robert schon angesprochen. Eigentlich wollten wir am 9. oder am 8., nee, am 3. Oktober eigentlich gar nicht hier sein, weil die Mutter meiner Frau, meine Schwiegermutter, schwer krank ist und im Sterben lag. So sind wir am Montag hierher, haben unser Versprechen wahrgemacht und am Dienstag früh nach Eisleben gefahren, 500 Kilometer. So, meine Frau abgeliefert im Pflegeheim und dort musste sie sich dieser Prozedur von einem jungen Pfleger, der noch keine 20 Jahre alt war, unterziehen. Das heißt also, Test, Corona-Test, Maske und so weiter. Corona-Test hat sie, also den Test als solcher Rachen hat sie abgelehnt, der hat gesagt, Spucktest, mehr ist nicht. Das Zeug ist hochgradig giftig. Nein, das ist Vorschrift, wir müssen das so machen. So, daraufhin haben sie sich geeinigt, Zunge, Abstrich. Und dann gingen 2 Besucher in diesem Pflegeheim auf meine Frau los, nach ihren Aussagen. Ja, das wäre alles rechtens, wir müssen uns an die Vorschriften halten. Das kann nicht sein, eine FFP2-Maske ist Vorschrift. Und ich frage mich, wie lange wollen wir diesen Leuten noch irgendwie die Hand reichen? Ich kann bald nicht mehr. Diese Leute sind für uns vollkommen verloren. Die heute noch predigen, diese Masken, diese Tests bringen irgendwas. Jeder von uns weiß hier, dass diese Tests hochgradig giftig sind. Toxine und was da alles drin ist in dieser Pampa. So, und nachdem sie das Ding dann durchgezogen hat, ist 15 Minuten später meine Schwiegermutter und ihre Mutter eingeschlafen. Sie hat also gewusst, durch Gedankenübertragung, dass wir nochmal kommen. Ja, das war also ein Zeichen für uns, dass hier in diesem Land, in den untersten Chargen, alles komplett verkehrt läuft. Es ist einfach nicht zu ertragen, dass die Munition von oben ausgeteilt wird und die Kleinen unten im Schützengraben müssen diese Munition verschießen und die Leute töten. Das kann nicht mehr sein. Ich fordere diese Regierung zurück, diese Landesregierung zurücktreten und komplett neu anfangen. Ich danke euch.